Hallo und herzlich willkommen. Unser Projekt One Friday for All Future war es in den Sommerferien an diversen Orten Müll zu sammeln. Beispielsweise auf Korsika, Kroatien, Schweden, Griechenland und in vielen anderen Ländern. Unter anderem sammelten wir auch in unserer Stadt Wuppertal. Wir haben unser Vorgehen digital dokumentiert und geben euch einen Einblick in unser Projekt. In den Ferien waren wir dreimal für ca. 30 Minuten Müll sammeln und sind immer noch erschrocken über die Menge des Mülls, die auf unserer Erde liegt. Gefunden haben wir Dinge wie zum Beispiel Spritzen, Schuhe, altes Essen und jegliche Art von Plastikmüll. Es ist ein Unding, dass Menschen solche Mengen an Müll aus Faulheit liegen lassen und nicht wegschmeißen. Beispielsweise liegt der Müll an der Bushaltestelle und wird meist nicht entsorgt, obwohl an jeder Bushaltestelle Mülleimer zu finden sind. Ob in der Schule, in der Stadt, im Supermarkt oder im Wald, euch ist bestimmt schon einmal aufgefallen, dass Kaugummis oder Plastikmüll keine Seltenheit mehr sind. Ein Kaugummi braucht durchschnittlich 10 Jahre, um zu verwesen. Dabei geben sie auch noch schädliche Chemikalien in den Boden ab. Probleme sind also nicht nur Verschmutzungen unseres Planeten, sondern auch die Abgabe von Schadstoffen. In den letzten 6 Wochen haben wir als Klasse gemerkt, wie wichtig es ist, etwas für unseren Planeten zu tun. Und wenn es nur das Müllsammeln war. Nach dem Projekt ist uns allen bewusst geworden, dass man mit einem kleinen Handgriff etwas für unsere Umwelt bewirken kann. Deshalb wollen wir euch ans Herz legen, auch etwas für unseren Planeten zu tun. Das können Kleinigkeiten sein, wie das Verzichten auf Plastikstrahlen, Plastikflaschen oder Plastikzahnbürsten. Es gibt für alles Alternativen, die der Umwelt gut tun. Wir hoffen, wir konnten euch etwas die Augen öffnen und einen Einblick in unser Projekt gewähren und wünschen euch außerdem ein schönes Schulfest und ein schönes Wochenende. Und jetzt seid ihr dran!